Hallihallo ihr Lieben, ich bin's eure Heidi und wir wollen heute wieder basteln. Und ich hatte ja schon gesagt, mit den Stickern, da basteln wir auch weiter. Es ist nicht so, dass ich euch sage, hey, das habe ich gekauft und schaut mal da und ihr bestellt euch das und habt die meisten Sticker dann da rumliegen. Nein, wir wollen auch mit den Sachen, die ich euch empfehle, viel, viel, viel mehr Sachen basteln. Im Laufe des Jahres immer. Ich weiß nicht immer, wann ich es mache, aber ich mache es, weil ihr unterstützt ja auch meinen Kanal damit und da soll auch viel mit gebastelt werden. Also wir fangen jetzt einfach an. Und zwar möchte ich mit euch diese Karte basteln. Und wie diese Karte geht, das zeige ich euch. Nicht schwer wieder und das wisst ihr auch. Und wir fangen einfach wieder an. Ich war heute im Action, ihr Lieben, und irgendwie bin ich etwas enttäuscht. Ich habe gerade mal 2 von diesen weißen Paketen bekommen. Die gibt es anscheinend gar nicht mehr. Ich hoffe, dass die wiederkommen. Da gibt es halt nur noch gelb. Also die 2 habe ich auf jeden Fall wieder genommen, weil die sind echt spitzmäßig. Papier hat mir überhaupt keinen Style gefallen, muss ich diesmal sagen. Nur 2 Stempel habe ich noch mitgenommen. Und zwar ist das dieser hier und dieser hier. Und da wollte ich jetzt nicht extra ein Action Haul machen. Die wollte ich euch halt zeigen, woher ich die habe. Weil ihr kennt mich ja, ich vergesse meistens, woher ich die Sachen habe. Diese hier sind vom Action. Und das war's, was ich im Action gekauft habe. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass so wenig da war. Es hat mir halt nichts gefallen. Das ist natürlich wieder Geschmackssache. Aber jetzt, wir fangen an, ihr Lieben. Die Umschläge habe ich wieder gekauft mit den Karten. Ich finde die super. Ist für mich eine gute Qualität und ich muss nicht immer dieses ganz teure Papier nehmen von Stamping Up. Da mache ich zwar den Aufleger davon und ich muss euch sagen, dieses Papier werde ich immer wieder kaufen, weil für mich das beste Papier. Ich spreche jetzt hier hauptsächlich vom Grundweiß und wir nehmen uns jetzt einfach mal, da sind vor allem hier sind die Umschläge bei, das finde ich auch klasse. Wir nehmen uns einfach wieder eine Grundkarte. Ich sage euch jetzt auch gleich nochmal, wie groß die ist. Und es ist echt toll. Ich mag das. Ich mag dieses Papier und diese Umschläge dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß sie ist. Ich vergesse ja auch viel. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ihr Lieben. Apropos die Jüngste, ich muss euch was sagen. Heute habe ich meinen Führerschein abgeholt. Ich bin ja Jahrgang 70 und die mussten ja ihren Führerschein erneuern bis zum 19. Januar. Eigentlich erzähle ich ja nicht vieles von mir privat. Und der war heute fertig und ich habe den abgeholt. Nicht, dass ich den jetzt abgeholt habe, war traurig, dass mein rosaner oben und unten abgeschnitten wurde und überall auf den Seiten ungültig gemacht wurde. Für mich war das, ich weiß nicht, irgendwas Besonderes ging verloren, weil da hatte man ja eine Erinnerung dran, ne, wie man den gemacht hatte. Und irgendwie stand mir auch ein bisschen das Pipi in den Augen. Und das musste ich euch jetzt auch mal erzählen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Manche unter euch sind ja auch so mein Jahrgang, wenn nicht nur älter, wie eure Erfahrungen waren, wo ihr euren Führerschein abgegeben habt. Also ich habe ihn noch, aber entwertet und zerschnitten. Ach, schlimm. Okay, wir basteln weiter. Das wollte ich euch jetzt nur mal erzählen. Also, diese Karte, Grundkarte von Action hat, jetzt muss ich mal gucken, das sind hier, ja, es sind nicht ganz 26 cm. Ich würde jetzt nehmen, wenn ihr die schneidet, 26 cm mal die 13. Ihr habt dann hier 26 cm mal 13 und falzt die auch bei 13 cm. So, ich brauche jetzt noch den Aufleger. Und zwar hat unsere Karte den Aufleger. Na, jetzt stelle ich erstmal meine Karte hier wieder hin. So. Der Aufleger hat die Maße 12,5 x 12,5. Das war heute echt mit dem Führerschein, war ein Erlebnis. Irgendwas ging verloren. Ich weiß es nicht. Das war komisch. So. 12,5 mal 12,5 sollte ich mich versprechen. Ich schreibe euch die Maße unten wieder rein. So, jetzt haben wir natürlich unsere Grundkarte und unseren Aufleger. Und mit unserem Aufleger arbeiten wir gleich. Vorher stanzen wir was aus. Was wir brauchen, ist ein Kreis. Das lege ich mir mal eben hier an die Seite.
Das sind jetzt ein Kreis, Schmetterlinge. Ich versuche euch wieder die Stanzen zu verlinken, auch die Schmetterlinge wieder, auch die versuche ich euch zu verlinken. Und ich meine, das wäre auch mal vom Action gewesen. Schaut mal, was ihr noch so habt. So, und dann habe ich natürlich diese Sticker und die hatte ich mir bei Temu bestellt. Den habe ich jetzt nicht mehr. Da nehmen wir einen anderen. Und wir stanzen jetzt eben mal aus. Dazu hole ich meine Big Shot hoch. Irgendwie fragen immer viele, Heidi, was hast du für eine Stanze? Werde ich eingeschrieben. Aber ich glaube, ich sage das immer, oder? Okay, ich habe diese Big Shot. Damit fing bei mir alles an, dass ich überhaupt Karten gebastelt habe. So, jetzt nehme ich mir Reste von Papier. Gucke, da lege ich jetzt zum Beispiel meine Schmetterlinge. Also Grundweiß nehme ich hier. Und mal gucken, ob ich das hier noch mit beikriege. Ob das auch noch mit drauf passt. Ja, und das kurbel ich mir eben mal durch meinen Big Shot. Und wieder zurück. So, dann nehme ich das mal eben raus. Nehme das nachher mit dem Pixer raus. Und das nehme ich mal so. Gucken, ob das was geworden ist. Wenn nicht, müssen wir das nochmal kurbeln. Schau mal eben. Das scheint gut zu sein. Das pieksen wir gleich auch raus. So, jetzt brauchen wir jetzt nämlich wieder einen Rest. Schauen wir mal eben, was wir hier noch haben. Passt hier mein Kreis drauf? Ich glaube eher nicht, oder? Ah, hier habe ich aber ein Stück. Und da lege ich mir jetzt mal meinen Kreis drauf. Und dann gucke ich mal, ob die da auch drauf passen. Wird knapp, aber die muss ich sowieso zweimal ausstanzen. Also es wird knapp, aber müsste noch passen. So, dann kurbeln wir uns das eben durch. Okay, das lege ich mir eben an die Seite. Ich zeige euch gleich alles, wenn ich fertig bin mit Stanzen. Jetzt gucke ich nämlich noch einen Rest. Die Reststücke hatte ich mir natürlich hier alle schon an die Seite gelegt, weil die muss ich nochmal, die brauche ich zweimal. Zweimal, dass ich sie ausstanze. Die sind ja zusammen. Ich zeige es euch gleich. Wir sind doch gleich schon fertig mit dem Stanzen. Dann nehme ich mir das auch noch raus und die auch und dann stellen wir den Big Shot auch wieder weg, damit ihr wieder was seht. So, ihr Lieben, unser Aufleger und dann nehmen wir unsere Stanzteile, also diese hier. Die habe ich insgesamt zweimal ausgestanzt. Die habe ich jetzt hier auch noch. So. Und so. Dann den Kreis hier. Und ich hole euch etwas tiefer wieder. Das geht ja jetzt wieder, weil Big Shot weg ist. Und dann nehme ich meinen Pixer und mache mir hier erstmal. Ihr könnt auch ein ganz anderes Blatt nehmen. Schaut mal, was ihr habt. Und so. Das mache ich jetzt erstmal raus. Na, will das nicht? Das wäre jetzt schade, aber wäre nicht schlimm. Weil das meiste sowieso hinter dem Schmetterling verschwindet. Gucken wir mal. Aber ich krieg's noch raus, denke ich mal. Gut. Das mache ich mal eben in meinen Tischmülleimer. So, dann hole ich mir die Schmetterlinge hier noch raus. Das lege ich auch rüber.
Holen wir mal unsere Karte hier rüber, damit ich da auch noch mal gucken kann. Das habe ich ja immer, ne, dass meine Karten im Video umkippen. So, jetzt mache ich mir die Schmetterlinge raus. Und ich brauche, welchen habe ich genommen? Den großen. Die brauche ich gar nicht, aber die hebe ich auf. Ihr wisst ja, Heidi, es ist Schmetterlingzeit, gell? So, was mache ich als erstes? Ich binde jetzt erstmal dieses hier zusammen. Dazu nehme ich wieder diesen Nylonfaden. Hier steht drauf Bastelfaden. Ich wurde gefragt, woher ich den habe. Ich habe ihn damals bei Müller gekauft. Das ist, glaube ich, aber jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Ich habe euch, glaube ich, auch eine Alternative verlinkt. Das mache ich diesmal auch wieder. Ich finde das bei diesem Nylonband immer so schön. Wenn man den abrollt, das geht gleich wieder in diese Form, in diese runde Form. So, mache ich mal wieder weg. Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich erstmal diese Zweige, als wenn ich so richtige Zweige hätte, mir so, das war jetzt so ein bisschen knifflig, aufeinander lege. Hinten habe ich das so reingelegt. Das kann man ja gleich alles so ein bisschen auseinander machen. Und dann noch diese Zweige hier und dieses. So, und dann bin ich hergegangen und habe versucht, dieses Ganze hier zusammenzubinden, was jetzt nicht so einfach ist. Ich lege es jetzt einfach mal hier. Wenn ich einfach sage, wird es nie einfach. Also ich lege es hier so rüber und versuche, einen Knoten reinzukriegen. Erstmal überhaupt das Band hier durchzumachen. So, drücke ich das so zusammen. Jetzt schaue ich mal kurz von der Seite, ob das einigermaßen aussieht. Ja, und dann mache ich mir da einen Knoten rein. So, und was jetzt hier so schön passiert, hier jetzt leider nicht. Hier ist es wieder so richtig schön rund. Kann das jetzt so schön auseinander machen. Legt sich diese runde Form wieder. Hier jetzt leider nicht, bei der Karte hat es das gemacht. Aber das ist auch noch so okay. So. Mehr war das eigentlich gar nicht. Und jetzt kann man das immer noch so hin und her schieben. So, dann habe ich den Schmetterling genommen. Den habe ich mir so ein bisschen geknickt. Und mein Falzbein, ziehe das so etwas übers Falzbein, nicht viel, drücke mir das Ganze an und mache mir in die Mitte, habe ich das echt schon wieder weggeräumt, jawohl. So, in die Mitte vom Schmetterling mache ich mir jetzt einen silbernen Stein, genau hier rein. So, dann nehme ich mir einen Klebepunkt. Also ich bin ja, eigentlich bin ich ja begeistert von mir. Ich habe alles wieder weggeräumt, oder? Ja. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier die Klebepunkte noch haben. Hier, die nehme ich jetzt erstmal. Klebepunkte. Klebepunkte bekommt ihr bei Stamping Up oder bei Temu. Ich sage immer da, wo ich jetzt bestelle. Ich kenne von anderen Sachen, die ich nicht jetzt benutze, kann ich keine Werbung für machen, will ich auch gar nicht, weil das wäre ja blöd. So, jetzt mache ich, Moment, bevor ich den Schmetterling reinklebe, nehme ich mir weiße Schleifenband, weil das fand ich auch so, dass das noch ein bisschen mehr Effekt hat. Auch das verbinde ich euch wieder, also verlinke ich euch wieder, nicht verbinde ich euch wieder, verbinden tue ich das jetzt hier auch. Lege das Schleifenband hier drum und mache mir da auch so einen leichten Knoten rein. Das machen wir, bevor wir den Schmetterling gleich draufkleben. So, drückt das Ganze noch etwas an. Jo, und dann kann man das wirklich gleich noch so etwas auseinanderziehen. Und hier seht ihr, habt ihr wirklich diese Kreise, die haben sich von alleine wieder so gebildet. Wir schneiden nachher das Schleifenband ab. Jetzt werde ich erstmal
den Schmetterling hier draufkleben. Und dann haben wir schon diesen tollen Zweig mit Schmetterling. Ich finde das schon richtig schön, ne? Wäre auch was für einen Hochzeitstisch, ne? Für so ein, wenn man jetzt so ein Namensschild macht. Die Idee ist jetzt gut, oder? Ihr macht so ein Namensschild, wer da sitzen soll, und dann macht ihr halt diese Zweige mit diesen Schmetterling dran. Finde ich jetzt gut. Okay, ihr Lieben, wir machen jetzt aber diese Karte weiter. Was habe ich dann gemacht? Ihr müsst es nicht machen, ich mache es. Ich habe jetzt diesen blauen Stift genommen hier von Stamping Up. Wie gesagt, der hat eine schmale Seite und eine dickere Seite. Und mit der, jetzt hole ich mir gerade mal wieder ein Schmierblatt. Das kennt ihr schon, das nehme ich immer als Schmierblatt. Lege ich hier jetzt drunter. Jetzt schaue ich mal, welche. Das ist die schönere Seite. So, nehme diesen Stift, die Kappe von diesem Stift, und dann gehe ich so da drüber, über diese Kappe, dass so kleine Punkte auf dem Papier entstehen. Viele kennen das, neue, die dazugekommen sind, kennen das vielleicht nicht. So, so in der Mitte noch, und das reicht doch schon. Stift wieder zu, und ich zeige euch dann auch, das lassen wir mal kurz trocknen. Ich weiß nicht, ob man das einfangen kann, diesen Effekt dann, dass man da so diese Punkte drauf hat. Okay, was habe ich dann gemacht? Ich habe einen Stempel genommen. Und zwar habe ich dieses Stempel hier. Und da nehme ich Just for You. Da wäre jetzt Happy Birthday drauf. Na, also mehrere Sprüche. Und ich finde den Just for You jetzt schön. Oder nehmen wir jetzt mal Happy Birthday. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt Happy Birthday. Ich habe immer zwei die gleichen Karten. Und jetzt nehmen wir einfach mal Happy Birthday. Wir nehmen Happy Birthday. Dann brauche ich einen Block. Die machen wir jetzt so quer hier drüber, dass das passt. Dann brauchen wir so Stempelfarbe. Diese, ich habe die von Ideen mit Herz. Die waren mal bei einem Set dabei. Die hatte ich jetzt nicht extra gekauft, sondern die waren bei einem Set dabei. So, gehe ich jetzt erstmal hier so drüber. Ich hoffe, das reicht. Schaue mal. Hier steht jetzt Happy Birthday. Und mach mir den hier unten. Gucke ich mal, dass ich so etwa gerade komme. Hier drauf. Halte das etwas, damit die Farbe sich mit dem Papier verbindet. Und gehe dann runter, und dann haben wir diesen schönen Spruch Happy Birthday. Und ich meine, ich habe die bei Temu bestellt, diese Stempel. Okay, so, was habe ich dann gemacht? Ich habe als nächstes erstmal meine Grundkarte genommen. Und als nächstes nehme ich mein Glas und trinke meinen Schluck. Entschuldigt. Ihr könnt es jetzt mit Flüssigkleber hier drauf kleben, den Aufleger. Oder ihr nehmt euch, wie ich, Klebepunkte. Oder es gibt ja auch so Abroller. Den habe ich hier von Temu. Den könnt man jetzt auch mal nehmen. Eigentlich nehme ich die Klebepunkte. Ich war heute auch im DM und habe die Abroller gesucht, die Fotoabroller. Entweder bin ich blind oder keine Ahnung, die hatten die auf jeden Fall nicht. Dann nehme ich den. Wie lange der jetzt hier von Temu hält, weiß ich nicht. So, mache ich einmal so. Ich muss mich jetzt aufstellen, ihr Lieben, damit ich von oben gucken kann, dass ich einigermaßen gerade auf diese Karte komme. Im Sitzen kriegt man das nicht hin. Ich auf jeden Fall nicht. So, klebe mir die hier drauf. Und dann haben wir eigentlich schon eine schlichte Karte. Ne? So, dann nehmen wir unseren Kreis. Da habe ich euch den Durchmesser gar nicht genannt. Das sage ich euch jetzt sofort. Der Kreis hat den Durchmesser von 8 cm. So, was jetzt ein bisschen aufwendig ist, ist diesen wollten wir, glaube ich, nehmen.
diesen Sticker hier von dieser Folie zu kriegen. Eigentlich mache ich das immer im Vorfeld. Vielleicht haben wir Glück, dass der sich jetzt mal schneller löst. Schaut bloß nicht auf meine Fingernägel, die habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, das kann jetzt dauern, ne? Also, schade, dass man jetzt hier nicht irgendwie Fragen beantworten kann in der Zeit. Da sollte ich echt mal so ein Live-Ding machen. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. So. Tja, das kann dauern, ihr Lieben. Schade, ob ich da wirklich mal jetzt hier irgendwo einen Anfang kriege. Das wäre ja jetzt blöd, wenn ich hier keinen Anfang kriege. Aber dann seht ihr auch, wie aufwendig das ist, von den Stickern runterkriegen. Soll ja auch so sein, damit das alles nicht austrocknet. Aber wäre doch schön, wenn ich jetzt mal irgendwo hier einen Anfang kriegen würde. Ne? Eben, wo ich den Prototypen gemacht habe, da ging es super toll schnell runter. Deswegen habe ich gedacht, ach, dann mache ich das im Video. Und das klappt jetzt nicht so. Schade. Ihr scrollt bitte vor oder spult vor. Das kann jetzt hier noch dauern. Ach komm schon. Ich finde jetzt auch wirklich hier keinen Anfang. Das ist jetzt echt doof. Also so lange habe ich noch nie gebraucht. Super. Ja, es ist immer so schön, es kann sich nun, ich habe jetzt schon lauter Glitzerzeuge dran, aber immer noch nicht das Ding ab. Ihr Lieben, das geht. Ihr müsst da echt Geduld haben, die ich gerade, jetzt kommt da. Jetzt haben wir es. Applaus. Jetzt ziehen wir den hier so ab. Wow, jetzt bin ich aber echt froh. Ich habe gedacht, das wird heute gar nichts mehr. Na, natürlich wird das nochmal. So, und den klebe ich mir jetzt hier auf meinen Kreis drauf. Erstmal drauf damit. Dann zeige ich euch das. Toller Effekt, ne? Ich finde das toll. So, und dann überlegen wir uns, wie rum es jetzt sein sollte. Da war der Schmetterling jetzt hier oben, also das war ja einfach irgendwo jetzt zu sagen, ich setze den da oben hin. Jetzt haben wir den hier, dann würde ich mal sagen, den Kreis so rüber, dass dieser Schmetterling zur Geltung kommt. Nehme mir Klebepunkte, klebe die da drauf. So, irgendwo hin. Gut. Löse hinten wieder die Trägerfolie ab. So und so. Und jetzt schauen wir nochmal, wie rum der Schmetterling. Den möchte ich hier, diese beiden. Und den setzen wir jetzt so hier drauf. Jetzt ist er drauf. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt nehmt ihr natürlich die Stanzen, den Schmetterling, die Zweige, die ihr habt. Und das klebe ich mir jetzt hier drauf. So. Vorher schneide ich mir etwas, die, mache ich später, wenn es dran ist. Ich klebe sie mir erstmal drauf. So, dazu nehme ich wieder Klebepunkte. Ein hier. Also ich hatte mir da zwei Stück drauf gemacht. Trägerfolie ab. Wenn ihr jetzt keine Sticker habt, ich glaube, wenn ihr euch hier auch einen tollen Stempel drauf macht, das würde auch, ihr lasst den hier unten weg und macht ihr euch so einen richtig tollen Spruch drauf, das würde auch toll aussehen. Und man braucht ja nicht unbedingt die Sticker, aber ich wollte ja mit euch auch weiter mit diesen Stickern arbeiten. So, oh, jetzt haben wir hier einen Klebepunkt am Finger, der soll nicht am Finger, der soll hier aufs Papier. Und dann klebe ich mir den Zweig hier drauf.
Hätte jetzt noch ein bisschen, aber ich kann das hoffentlich noch ein bisschen schieben. Ja. So. Und dann schneide ich mir noch die das Schleifenband noch ab. So, dann können wir das auch noch ein bisschen hochdrücken. Und dann haben wir das. Und dann nehmen wir einfach noch wieder, müsst ihr nicht, Glitzerpunkte. Wo habe ich sie? Hallo. Ja, das ist immer die Suche auf den Tisch. Hier ist es wieder. Und dann nehme ich mir die. Die hatte ich damals beim Teddy, glaube ich, gekauft. Und klebe mir ein paar hin. Und auch wieder auf dieses Bandchen drauf. Hier den Kleber, den machen wir mal. Ne, ich nehme ein anderes. So, da mache ich mir jetzt auf dieses Nylonband wieder ein paar Punkte und auch hier so auf die Karte. So, und eins nehmen wir noch und dann reicht es auch schon fürs Video. Das kleben wir uns jetzt hier noch hin. Schaut mal, ihr Lieben, ich habe einen Klebepunkt am Finger. So. Und diese Karte ist heute entstanden. Was ich weiß wieder, verlinke ich euch unten wieder. Und bei diesen hier von den Schmetterlingen. Da waren die Schmetterlinge drin, also diese Sticker hier, diese hier auch mit den Kätzchen. Schmeißt die bloß nicht weg, da können wir noch einen schönen Hintergrund, also eine Auflegekarte machen. Von diesen Stickern, die heißen so bei Temu, also Moon Full Star River. Und vielleicht hilft euch ja dieser ERN schon weiter. Okay, und den werden wir nehmen, da kann ich aber nur eine basteln, weil ich habe ja nur einen Aufleger. Na okay, dann kann ich euch sagen, wenn ich davon was bastel. Das war dieser Aufleger. Schauen wir mal, was wir machen. Ihr Lieben, erstmal, vielleicht gefällt euch diese Karte wieder und ihr habt Lust und Laune, das nachzubasteln. Ich wünsche euch von Herzen, wirklich von Herzen, weil ich finde auch die Welt ist ein bisschen komisch geworden. Deswegen auch von Herzen, also alles ein bisschen komisch geworden. Von Herzen einen super, super tollen Dienstag und ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder und danke, danke, danke für eure Treue hier auf meinem YouTube-Kanal und dass ihr mich so dabei unterstützt und allen Neuen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich total. Also jetzt aber wieder genug gelabert. Mein Video ist hier jetzt bald eine halbe Stunde lang. Ach ja, ihr Lieben, bis bald. Eure Heidi. Ciao, ciao.